Folge passiert, ohne zu spoilern, nur die Leute, die sie noch nicht gesehen haben, weil es interessiert mich einfach. Ich möchte wissen, was könnte heute Abend bei, oder was könnte generell bei Klassenfahrt mal wieder geschehen sein, Leute. Das wäre für mich sehr interessant. Brauchen wir nicht. Ehrenfrau, Leute, die brauchen wir. Und an der Stelle, meine Freunde, möchte ich ganz kurz eine Sache sagen. Und zwar hat der liebe Jonas, mit dem ich gerade in Kontakt stehe, er hat mir hier... Ja, das wäre tatsächlich relativ praktisch, wenn du das machen würdest, weil der... Ist ja auch egal, Leute. Es geht gerade darum, dass eventuell, ganz vielleicht, könnt ihr euch schon denken, ne? Ich spreche es nicht aus. Mann, sie wollte doch schon lange hier sein. Oh, Zeus, Alter, ich schwör's. Ich fass es nicht. Jolene wollte mir doch unbedingt helfen, das Projekt zu gewinnen. Und das haben wir ja jetzt auch. Aber ich verstehe nicht, warum sie nicht zum Candlelight-Dinner kommt. Zeus, weil du der absolute Motherfucker-Freak bist und Frauen hinterherstellst, Fotos machst und sie versucht, das in der verfickten Badewanne fast zu rapen, Digga. Zeus, du musst aufhören, Mann. Du musst aufhören, wirklich. Geh ins Bordell, Junge. Wir haben uns die Zweisamkeit verdient. Freust du dich auf Staffel 2? Das ist alles vorbereitet. Scheiße, nicht. Zeus! Was willst du da machen? Ja, mein Handy runterwerfen. Jolene, das kommt einfach nicht. Du hast doch gar keine Rhino-Shield-Schutzhülle, oder? Nee, normal so. Ne, da würde dein Handy ja kaputt gehen, wenn du es auf den Boden wirfst. Aber wenn du frustriert bist, kannst du einfach mein Handy auf den Boden werfen. Mega nice, das ist ja mega nice. Ich hab Rhino Shield. Dann wirf einfach das. Alter, das muss jetzt... Nee, ist noch ganz, guck mal. Kein Kratzen. Krass. Ja, ist von Rhino Shield. Krass. Rhino Shield. Hier, dein Handy wieder. Danke. Ist doch keine Werbung, Mann. Ist doch keine Werbung, Leute. Ist doch... Hä? Hä? Was ist denn los? Ja, sie hat halt immer noch nicht geschrieben. Jolene? Ja. Ja, haben doch hier jetzt das Essen gewonnen. Mhm. Ja, deswegen bin ich eigentlich mit dir hier, weil ich dachte mir halt, wenn du... Also ich meine, eigentlich bin ich ja der Freund von Jolene. Ex-Freund, deswegen vielleicht könnt ich ja das Candlelight-Dinner bekommen. Klingt eigentlich fair, weil... Also ich sag mal so, also... Gut, klar, eigentlich bin ich ja der Freund, Ex-Freund, aber ich meine, wieso kann ich nicht einfach das Candlelight-Dinner haben? Ich meine, wieso eigentlich nicht? Aber ihr seid ja nicht mehr zusammen. Das ist der Punkt. Hör auf damit, Kenneth, du musst es verstehen. Ihr seid nicht mehr zusammen. Zeus ist jetzt am Drücker. Also, ja, wir könnten ja vielleicht wieder zusammen werden, also... Zusammenkommen wäre dann, also... Eigentlich ist sie ja meine Freundin. Nee, ich habe das ja gewonnen, also für Jolene und mich habe ich das gewonnen. Genau, du hast es ja gewonnen, aber vielleicht könnten wir es ja dann irgendwie bekommen. Das ist das Ding, für diesen gottverdammten Fotowettbewerb, Leute, gab es halt einfach einen scheiß Candlelight-Dinner zu gewinnen. Als würde Frau Ostermann wirklich wollen, dass noch mehr Schüler auf dieser Klassenfahrt Sex miteinander haben. Frau Ostermann, wann kommen Sie endlich mal zum Schuss? Alle warten drauf, wirklich. Nein. Ja, aber das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, weil du kannst es ja abgeben. Ja, nö. Ich gebe das ganz sicher nicht. Doch, das kannst du doch abgeben. Ich habe das Candlelight-Dinner mit ihr. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Leute. Du kannst es abgeben. Nein. Oh mein Gott, Kenneth ist richtig sauer. Du kannst es abgeben. Nein. Gib es doch jetzt ab. Nein. Du kannst es abgeben. Kenneth. Du kannst es abgeben. Nein. Oh mein Gott, Leute. Fuck. Frau Ostermann wieder allein im Saufen. Oh nein, Chat, wir wissen alle, wo das hingeht. Oh nee. Da muss ich ganz kurz ins Europaparlament, meine Freunde, und sagen, dass das absolut gegen sämtliche Richtlinien in der USA, Europa, in Europa verstößt. Fuck. Das Haus. Frau Ostermann. Sie sehen so traurig aus. Ist alles okay? Anastasia, könntest du aufhören, immer nachts in mein Zimmer zu kommen? Das ist wirklich nicht in Ordnung. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich schaff's nicht. Niemand respektiert mich hier. Ja, weil du ein scheiß Camgirl bist, Alter. Weil du Camsex auf der Klassenfahrt hast und versuchst, das einen Schüler zu ballern. Natürlich respektiert dich dann niemand. Ich bin keine gute Lehrerin. Ich Ganz genau. Ich bin nicht gewollt. Ich merke das doch. Ich bin komplett am Verzweifeln. Ich kann es nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich muss abbrechen. Sie spielt das tatsächlich gut. Ich kann keine Lehrerin sein. Es geht nicht. Es ist nicht mein Beruf. Ich kann es nicht. Ich kann dem nicht gerecht werden. Aber Frau Ostermann, beruhigen Sie sich doch erstmal. Es ist doch alles in Ordnung. Halt mich nicht!
Anastasia, es reicht! Das Face, was sie gerade hier macht, warte, ich zoome mal ganz kurz ran, Leute, reingeschissen hat. Also wirklich komplett, Leute. An der Stelle hätte man sich denken sollen, jetzt lieber sterben. Anastasia, du hast komplett reingekackt. Und schaut euch mal bitte Frau Ostermanns Gesicht an. Also sieht man gerade nicht, aber es ist da. Es ist so unfair. Es ist wirklich total unfair. Ich meine, das Candlelight-Dinner, hallo. Es ist das Dinner schlechthin. Digga, das Dinner von eben, das Candlelight-Dinner, gehen wir mal zurück, Mann. Das ist vorbereitet. Ich muss einfach mein Handy auf den Boden werfen, könnte ich ja das... Guck mal, wie das aussieht, Mann. Was ist denn daran das Dinner? Junge, da sind zwei Porzellanschalen, in denen nicht mal was zu essen drin ist und ein paar gekaufte Rosenblätter. Das ist nicht das Dinner, das ist eine Unverschämtheit, sowas als Preis zu machen als Lehrerin. Und da wundert sich Frau Ostermann, dass sie keinerlei Respekt hat, Alter. Pärchen. Oh mein Gott. Eigentlich müssten wir dieses Candlelight-Dinner haben. Aber sowas von... Denkst du daran, woran ich denke? Ja, definitiv. Wir bringen alle unsere Mitschüler um. Ja. Ach so, ja, klar. Ja, klar. Wir gehen dahin. Daran dachte ich. Nee, ist alles okay. Also ganz ehrlich, dieser Zeus, ne? Dieser Griechengottsack, der hat sich auf dieser Klassenfahrt eh schon viel zu viel erlaubt. Okay, was passiert gerade, Alter? Ja. Und wenn hier jemand, nachdem er so viel Scheiße erlebt hat, wirklich so viel Scheiße, so viel mitmachen müssen auf dieser Fahrt, da hab ich wohl dieses Dinner verdient. Ja. Absolut. Ich krieg schon Nachrichten. Ah, Fernando hat mir geschrieben. Entschuldigung. Nee, klar. Alles gut. Zeus ist so ein Psycho. Eigentlich sollte ich zu ihm gehen und ihm mal richtig meine Meinung sagen. Warum hält denn jetzt auf einmal alles Zeus, Mann? Was ist denn mit Zeus los? Was hat der denn gemacht? Ja, gut, der ist ein Psycho, ja. Was er dir alles angetan hat, das ist so krank. Siehst du es nicht so? Doch, ich sehe es so. Ich meine, es ist offensichtlich, dass er was Schlimmes getan hat. Und ich glaube trotzdem, dass es ihm irgendwo leid tut, so wie er heute da saß und mich angesehen hat. Er sah ehrlich aus und ich glaube, ich könnte ihm das Zeus, der alte Ehrenpsycho. Er hat es einfach nicht verdient, dass du ihm vergibst. Was hat er dafür getan, dass du ihm vergibst? Vielleicht könnte er ja was dafür tun, dass ich ihm vergebe. Er hat doch den Wettbewerb gewonnen, richtig? Wir hätten ihn gewinnen sollen. Warum will jeder dieses ranzige Dinner haben, Digga? Eben. Und er schuldet mir eindeutig etwas. Ja? Lust auf ein Candlelight-Dinner heute Abend? Also wir haben das ja jetzt alles sehr ausführlich besprochen. Ich habe alles super durchdacht. Also halte ich einfach daran. Georg, bist du dir sicher? 100%. Wenn das nicht klappt, ne, dann bin ich voll im Arsch. Das muss klappen. Okay, wir rufen jetzt an. Ich rufe jetzt an, aber du musst leise sein, okay? Okay, klar. Okay? Ganz leise jetzt. Ich muss reden. Was machen die so? Hallo Mama. Ja, mir geht's gut. Ja, Mama, ich habe eine Frage. Also, weißt du, ich habe einen Jungen kennengelernt. Und er hat gefragt, ob... Ich kann immer noch nicht glauben, dass Georg eigentlich absolut den Kicker abgeräumt hat. Georg hat es einfach geschafft, Leute. Georg ist wirklich einfach der größte Ehrenmann und hat es verdient, Layla zu bekommen. Aber er ist in Real Life mit Anastasia zusammen. Ist auch okay, ist auch gut. Ob ich mit ihm ein Date haben kann, weißt du? Nein, er ist nicht Muslime. Nein, er hat nicht so viele Geschwister. Fährt auch kein Benzer, nein. Ja, aber... Ja, okay, warte. Sie hat gefragt, ob mich das glücklich macht. Ja. Ja, mich macht das glücklich, auf jeden Fall. Ja? Okay, danke, Mama. Ja, tschüss. Ja, wir können. Sie hat gesagt, aber nur, wenn du anständig bist. Ein Date heißt bei Gustav direkt... Ich wusste es. Da habe ich auch gleich überlegt. Zeus hat ja ein Candlelight-Dinner gewonnen. Ja. Mann, warum will jeder dieses scheiß räudige Dinner haben, Alter? Da gibt's nicht mehr was zu essen. Ja, genau. Und okay, das würde mich... Das wäre doch schön. Ja, lass mal fragen. Ja? Hä? Er fährt kein Benzer? Okay. Warte mal, er fährt kein Benzer? Dann kann er den nicht haben, das geht nicht. Super. Okay. Ja. Tschüss. Alter, das ist eine intense Schlägerei, die wir gerade sehen. Also wirklich in der Folge, da stimmt einfach alles. Der Spannungsbogen, der sexuelle Aspekt, die Emotionen, das Cineastische. Es ist einfach
Geil, das ist ein Meisterwerk. Ich hab's immer noch, meine Freunde. Ich bin der Gewinner. Ich hab gewonnen. Boah, es ist total egal, wer gewonnen hat. Weil weißt du, was du ihr alles angetan hast? Ja. Vielleicht solltest du uns einfach... Oh, weia. Nein. Einfach als gut machen. Seh mal ein, was du getan oh, hast. Oh, weia, Alter. Gibst du ihr was zurück für all das, was du getan hast? Oh mein Gott, Drexler betritt den Raum, Alter. Und gleich macht Georg Roundhouse-Kick und bringt alle um, Leute. Wenn jemand diesen Tisch hier verdient hat, dann sind das ja wohl Fernando und ich. Das ist mein romantisches Dinner. Wie? Fertig. Vielleicht solltest du einfach mal aufgrund unserer Freundschaft mich unterstützen. Freundschaft? Ja, Freundschaft. Ich war immer für dich da. Oh mein Gott, Leute, jetzt geht's aber los. Du hast mich lang genug wie Scheiße behandelt. Du bist kein Freund, du bist ein Arschloch. Geh jetzt mit mir, Pimli. Alter! Pimli. Nein, Drexler ist mit Vornamen Pimli. Alter, der heißt Pimli mit Vornamen. Oh Mann! Der Junge heißt Pimli! Pimli! Fucking hell, Alter! Gott, du bist doch oh mein Gott! Ich freue mich so, wenn Georg kommt und einfach alle zu Brei schlägt. Dieser Übergang. Danke! Vorher mega die Schlägerei. Danke! Anastasia. Mir tut's unglaublich leid, dass ich dich so angeschrien habe. Ich bin ehrlich, Anastasia. Wir machen jetzt einmal eine Entschuldigungsschere, ne? Das ist auch in Ordnung. Das darf ich als Lehrer. Eine Entschuldigungsschere pro Jahr ist drin, Anastasia. Das machen wir jetzt einfach mal. Es tut mir leid, aber es kann kein Schüler-Lehrer-Verhältnis geben. Das darf es einfach nicht geben. Sagt die, die tatsächlich Georg versucht hat, am Pillemann rumzuspielen. Oder am Geomanns Pimli, was weiß ich, Alter. Leute, das Bruder muss Joost. Caro, du hast komplett recht. Bruder muss Joost. Was ist eigentlich mit Joost, Alter? Wo ist der? Wo ist fucking Joost, ey? Joost hat bestimmt eine Schrotflinte, Alter, und bringt euch alle um. Trotzdem ist es natürlich mutig von dir und es ist auch völlig okay, auch Mädchen zu mögen. Es ist auch völlig okay. Du kannst jederzeit zu mir kommen. Ich habe mal als Vertrauenslehrerin gearbeitet und wenn du irgendwelche Sorgen hast, wenn du irgendwelche Gedanken dich quälen, wie auch immer, du kannst immer... Fucking Joost wieder bei den Schweinen, richtig. auf mich zukommen und ich bin immer für dich da. Du kannst mit mir sprechen, zu jeder Tag- und Nachtzeit. Ja. Ja? Danke. Ja. Okay. Vielleicht bin ich doch gar nicht so eine schlechte Lehrerin. Ich meine... Doch, Sie sind eine schlechte Lehrerin, doch. Es kommt ja darauf an, dass die Schüler glücklich sind. Und ich habe das Gefühl, sie sind's. Ich habe wirklich das Gefühl, die Schüler sind glücklich. Absolut. Die Schüler sind absolut glücklich und hat da gerade jemand einen Stuhl in der Hand? Lass uns mal hier ein paar Frames zurückspringen. Ja, da ist gerade tatsächlich Drexler dabei im Stuhl. Also die sind sehr glücklich, die Schüler. Und Georg hat sein Buch ausgepackt, Leute. Georg hat schlagfertige Argumente und zwar ein 500-Seiten-Buch, weil er den Leuten ums Ohr schlägt. Georg, benimm dich. Ah ja. Wo kommt sie denn her, Alter? Kommt sie denn her aus dem Schweinestall mit Joost, Alter? Sie muss aber ganz schön los. Du Vollidiot! Ihr macht euch doch alle komplett lächerlich. Jolene ist eh schon längst weg. Sie hat schon wieder einen neuen gefunden. Und ihr streicht euch hier um dieses blöde Abendessen und ihr habt anscheinend alle vergessen, worum es wirklich bei dieser Klassenfahrt geht. Es geht darum, dass ich meine Jungfräulichkeit verliere, Armin Akholm. Um die Gemeinschaft und den Zusammenhalt. Hanna hat ja recht. Ich hab das Candlelight-Dinner einfach nicht gewonnen. Und dann kann ich auch nicht erwarten, dass... ich es einfach bekomme. Trotzdem, ich meine, ich kann nicht immer überall der Beste sein. Es fällt mir einfach schwer, das mir einzugestehen, glaube ich. Also die Hanna kommt ja wirklich immer zur richtigen Zeit. Gott sei Dank. Also ja, ja. Sonst wäre das noch richtig eskaliert. Das stimmt. Ich finde auch, wir sollten alle was runterfahren. Ja. Okay, was geht jetzt ab? Was machen die jetzt da? Was machen die da? Gucken die zusammen einen Film auf dem Laptop? Hä? Ole, mega der Plan, Digga. Mega der Plan mit dem Kindle. Könnt ihr für euch vielleicht noch ein bisschen prügeln? Wir bräuchten noch ein bisschen Action. So.
für heute. Bis gleich. Raus, Schlüssel raus. Tschüss. Alkohol ziehen. Tschüss. So ihr Lieben, der Bus steht wieder hier, das Gepäck ist schon eingeladen worden vom Busfahrer, vielen Dank. Ihr könnt jetzt bitte in den Bus einsteigen. Kenneth, Zeus. Oh Leute, Alter. Ja. Jost, du musst leider hier bleiben. Jost, du hast nicht meinen Hauptschulabschluss. Jost, das ist ein Gymnasium, du kannst hier nicht einfach mitfahren. Bleib bitte auf dem Bauernhof, wo du herkommst, Jost. Aber du weißt nicht mal, wie man sich die Zähne anständig putzt, Jost. Also bitte bleib einfach weg, Jost. Bitte. Komm zuerst. Oh, danke schön. Der Direktor. Oh, weia. Ostermann, guten Tag. Ja. Die Klassenfahrt, die war ein voller Erfolg. Die Schüler sind mittlerweile auch alle wieder in den Bus eingestiegen und wir können die Heimreise antreten. Was? Das war erst der erste Stopp der Klassenfahrt? Was? Die Klassenfahrt geht noch weiter? Oh mein Gott, Leute! Es gibt eventuell noch eine Staffel? Krass, Klassenfahrt. Leute! 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 Yannick, Digga! Alter, Yannick, danke für die 5 gegifteten Subs. Yannick, 841, der größte Ehrenmann mit Carion, Digga, der jeden gottverdammten Stream hier giftet, Bruder. Alter Schwede, ich küsse dein Auge da. Yannick, da gibt's Grüße aus dem Europaparlament an dich. Vielen Dank, Mann, wirklich. Geisteskrank. Danke dir, Yannick, wirklich. Sau nice, Mann. Bei Staffel 2 bin ich dabei. Vielleicht. Ich schaff's nicht. Oh nein, Leute. Ihr Lieben, ich muss euch was sagen. Ach du Kacke, Leute. Das war ja mal einfach nur schön. Das war ja einfach nur schön, Leute.